So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen, ja, grüß dich, zu einer neuen Folge von Saints Row the Fourth. In der letzten Folge war das sehr schießlastig, also wir haben zum einen die Aufgabe von Sid weiter I thought these angefangen. aliens would be bigger. I'm not complaining, Oh, but ich wollte it'd be eigentlich nur cool zu if dem Sid played Auto up. und mir das klauen. Aber dass ich jetzt einen Verkehrsunfall mache, das war es eigentlich nicht so geplant. Obwohl, das sieht auch cool aus. Brauchen Sie das? Out now! Boom! Ein Bulldog. Das ist mein Auto. Tschüss. So einfach funktioniert das. Leistung kann man ja auch noch nehmen. Aber ich würde einfach mal kurz den richtig hardcore-mäßig auf. Drösel natürlich in meiner Vorstellung. Das ist aber ein bisschen heftig. Na egal, komm, wir machen das einfach so ein Bulldog. Soll ja auch so aussehen wie ein Bulldog. So richtig knallhart. Ja, da könntest du genau welche reinsetzen, die können dann auch dorthin schießen. Option 1, so Karosserie. Ja, das nehmen wir auch noch mit. Auspuffblende. Die gar nicht. Aber ich nehme einfach mal hier. Und das auch. So, Farben. Das Grün hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Oder so ein Schwarz. Das kann man so ein Mattschwarz, genau. Ach, hier. Das machen wir auch noch ein bisschen wieder, damit natürlich auch der Zane-Stil noch dazu kommt. Metall. Übernehmt Titan, Schwarz-Scheibentönung. Ja, absolut. Schwarz. Wenn das keiner sehen kann. Tief-Bronzefarben. Ach, ist das hier? Nee. Ausschalten. Achso, das ist wohl innen drinne. Nimm mal Veilchendiener. Und Unterbodenlichtfarbe. Keine Ahnung, raus. Kann man das sehen? Nein, nicht wirklich. Zurück. Räder. Beide Achsen. Felgenstil. Gut, das würde halt wirklich zu einem Auto vielleicht passen, was vielleicht so ein bisschen feuriger aussieht. Aber Bulldog hätte ich wirklich schon so. Eigentlich die. Wir nehmen die einfach. Reifenprofil. Ja, komm, hier mit richtigem Profil. Nee, ich wollte die genau so und Radgröße. Komm, ein bisschen größer kaufen. Spiel fortsetzen. Okay, so. Achtung. Ich blinke sogar. Ich fasse es nicht. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Entschuldigung. Toll. Gerade neu geklaut und frisch. Und schon ist es wieder hier halb demoliert. Entschuldigung. Das war nicht so gemeint. Ich wollte eigentlich woanders parken. Okay, so. Die Frage. Es ist vielleicht so. Ja, machen wir hier keinen Stress, Schätzelein. Natürlich. Wie soll ich denn das machen? Da werden wir genau wieder die gleichen Probleme haben. Dann mache ich das. Auf die andere Seite. Es muss ja. Das ist schon echt gemein, ne? Das muss ja irgendwie.
Lockdown! Also muss es eigentlich auf die Weise funktionieren, weil wir ja gar keine andere Möglichkeit haben. Wir haben noch zwei. In 30 seconds. Moment. Ja. So, ich hab's doch schon geschafft. Alles wird gut. Alles wird gut, solange man will. Entschuldigung. So, haben wir hier eigentlich neue Sachen oder ist es alles ein Rucksack? Dann nehmen wir die Anime-Mütze. Zweitfarbe. Und ein schönes Weiß und Drittfarbe. So, kaufen. Piercings. Aber ich glaube, nee, man kann gar keine anderen. Ach, das habe ich schon, okay. Okay, gut, dann verlassen, ja. Ich dachte, man hätte vielleicht Möglichkeit. Ja, bitte mach's im Weg, Keith. Was sucht ihr da? Da ist nichts zum Suchen. Also wenn es schon so schlimm ist, dann würde ich mir wirklich mal Gedanken machen, ne? Also wenn man schon Mülleimer halluziniert. Was machen wir denn jetzt mit so einem schicken Auto? Komm, wir fahren jetzt einfach mal kurz mit aus dem Auto. Zack, boom. Tür voll ins Gesicht geschlagen. Yes! Ja, Entschuldigung. Ich war noch auf meiner Straßenseite. Ihr müsst mir nicht alles nachmachen, ne? Oh! Ach so. Ach, das ist das. Ah, stimmt. Wo seid ihr, meine lieben Wundervollen? Da haben wir noch ein paar Autos. Bum, 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 bum. Haben wir noch irgendwo eins? Bum. Bum. Zack, zack. Zack. Ja. Zack, zack. Hier nochmal. Dann nicht wegrennen. So. I should battle my awesomeness. So, und dann. Huhu, hallo. Hallo und Hallöchen. Oh, fire! So, hier haben wir noch was. Haben wir auch noch. Ja, Leute. Was? Achso, das ist wahrscheinlich gerade gar nicht so richtig explodiert, ne? Ja, egal. So, hier haben wir noch was. Hier auch noch was. Hier auch noch was. Zack, zack, boom. Zack, zack, boom. Ein Glück habe ich geringeren Schaden bei Feuer. Sonst wäre ich wahrscheinlich hier schon längst tot. Und noch das Müllauto. Nein, na, abgesehen bei der ersten Vandalismusaufgabe. Also die, also da hatten wir schon echt abgelöst. Wo ist mein Ball? Hier. So. Kommt denn jetzt mal noch ein paar Autos?
Da haben wir noch Autos. Da. Und zack. Das war einfach. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt so gewollt war, wie ich das gemacht habe, aber ich habe Gold, das reicht mir. Egal mit welchen Mitteln. Aufgaben, die ich beim ersten Mal schaffe, die machen Spaß. Die finde ich super. Drift dich mit Sid auf dem Schiff. Alles klar. You are closer to completing all objectives in the simulation. Return to me. Ja, ich werde gleich zu dir zurück returnen und dann hole ich mir meine Belohnung ab. Und meine Datensammlungen. So. Yes. Dann haben wir hier noch was. Ich meine, man kann ja... Ey. So nach und nach kann man ja wirklich sich die Datensammlungen holen, ne? Man kommt ja hier auch mehrmals dann noch hin. Ist ja nicht so, dass man hier einmal in der Hut gewesen ist und dann nie wieder zurückkommt. Das ist ja nicht der Fall. Ach, jetzt ist das Auto stecken geblieben. War hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Hier hinten haben wir noch. Also Telekinese. Das. Und dann können wir uns eigentlich relativ entspannt zum Getaway machen. Ja, Verbotszone wird betreten. Ja, komm, heul rum. Dann werde ich wohl gleich attackiert. Ich bin nur auf der Durchreise hier. Ich habe gar nichts verbrochen. Guck, ich bin schon weg. Das ist unverschämt. Oh, Datensammlung. Datensammlung. Hallo. Yeah! Da habe ich noch gerade irgendwas gesehen, was gesperrt gewesen ist. Das gefällt mir nicht so sehr. Hallo. Boom. This was made especially to reward you. Now I need you to continue by stabilizing one of my rifts. Doing so will aid in earning you more bragging rights. Ooh. And we'll get you a reward. At least you're direct. Outfit, Zitternzug. Okay, das ist ein sehr spezielles Outfit. Jetzt sollst du wirklich verstehen können, wie kalt und einsam es in dieser Hülle ist. Der Zitternzug steht dir nun in deinem Getaway kleiner Schrank zur Verfügung. Gut. Da haben wir es erledigt, ne? Das heißt, wir haben eigentlich jetzt aktuell... Gehorche noch einmal, alles klar. Aber erst noch kurz Bargeld abheben. Kräfte. Upgrades, haben wir da noch irgendwas? Nee. Bei Telekinese, Upgrades. Ah, da hatten wir, glaube ich, noch einige Sachen. Unter Wurfweite, ja. Erhöht die Reichweite von Würfen mit Telekinese stark. Aber das dürfte es eigentlich alles gewesen sein. Beim Sprung haben wir nichts mehr, beim Supersprint haben wir auch nichts mehr. Gut, dann nochmal gehorchen wir den lieben Sid. Das habe ich vergessen, mir anzuschauen, welche Belohnung wir kriegen. Ich glaube, das ist eher das Getaway, was uns näher zum Ziel bringt. Telekinese-Element Blitz. Ja, ja, das machen wir. Das machen wir. The rift tied to one of my viruses is your first task. Stabilize it. Yes! Achso, die habe ich wohl jetzt schon. Okay. Alles klar. Oh, Datensammlung haben wir ja auch noch welche. So. Und da mal noch Telekinese. Oh, da haben wir auch noch was. Oh Gott. Yeah! Und dann nochmal. Ah, hier mal einen Haufen. So, und wo war. Hier.
Ja, genau. Mal den Baum hoch erkunden. So, zack. Okay. Yes! So, und jetzt nochmal kurz in die Richtung. Was haben wir denn hier noch? Oh, eine Virusinfektion. Okay, alles klar. Dann gehen wir mit unserem Hello Kitties Rucksack. Das erste Mal auf Virusinfektionsjagd. I'm on my way. Beziehungsweise heißt, was heißt Jagd, ne? Das erste Mal, dass wir wirklich mit einem sehr furchteinflößenden Outfit die Aliens jetzt hier Schachmatt setzen. Oder wer auch immer jetzt kommt. Ach so, ganz normale Polizei. Ich würde jetzt nicht direkt ins Schussfeld rennen, meine gute Dame. Ach, Nikif! Ja, sure. No problem at all. I'm surprised to find me first. Na, wie dumm willst du sein? It's on the rain. Oh. Oh. Entschuldigung, kennen Sie? Oh nein! Habe ich meine eigenen Leute fast angegoogelt. Oh. Das ist es schon gewesen. Ich glaube, wir mussten in die Richtung, oder? Nee, wir mussten in die Richtung. Sieht schon echt cool aus, ne? Mit diesem Sternhimmel und dieses riesige Schiff. Das ist schon dezent beeindruckend, wenn es nicht so furchteinflößend wäre. Moment, Datensammlung des Grüßen hier. Ah, da haben wir ja schon den Spalt, den wir untersuchen müssen. Achso, das ist Kief. Ich dachte schon, was ist das denn jetzt für ein rotes... So ein roter Strudel. Okay, oh, hier haben wir noch eine Autoklau-Möglichkeit. Wäre natürlich auch was. Aber ich würde sagen, einmal das hier erstmal und dann hier rauf. Und jetzt machen wir den wundervollen Strudel. Bin ich gespannt, was das für einer ist. Entweder das Rennen oder das Springen. Ach ja. They must be destroyed. I have created logic bombs, which can be thrown at the firewalls using your telekinesis in order to bring them down. Ach ja. However, the Zin have their own bombs, which you should watch out for. Be mindful that specific colors should be matched for maximum effect against the towers. Alles klar. Wirf die Bombe, um die Türe zu zerstören. Bomben schädigen nur Türme derselben Farbe. So. Aber es ist eigentlich... Ach so, ach ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Das... Okay. Das war die... Geschichte, okay, gut. Habe ich gerade ein bisschen verpennt. Dezent. So. Aber zum Glück ist es nicht auf Zeit. So. Ich würde jetzt einfach mal mit einem mal kurz anfangen. So, es kommt. Oh Leute! Ich glaube, das muss ich alles ein bisschen besser koordinieren.
Ja, ich hab's schon gemerkt, dass ich total schlecht bin. Und immer nur auf. Aufs Maul fliege. Oh Gott. Na, bin mal gespannt, ob wir Gold schaffen. Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Man muss nur zielen können. Ja, genau, 3 oder was? Da ist das Rote. Na, ich glaube, Gold wird extrem schwierig werden. Also es ist echt nicht schwierig, aber ich denke gerade sehr. Do you need to take a break? Es hat ein bisschen, na nicht Break, aber es ist schon ein bisschen wie asozial, wenn die parallel direkt auf mich zugeflogen kommen. Ich kann immer nur ein Zeug. Ein Ball. Telekinesen. So. Hier so, 2. Kriege ich jetzt mal ein bisschen wie Silber oder gerne auch Gold. Ich sehe auch schon ein bisschen wie ein Opfer aus, oder wenn ich dort hinrenne mit diesen ausgestreckten Armen. Ich hab halt richtig Angst, dass es einfach wieder irgend so ein Ball kommt. Nein! Should I wait for another person to do this? Nein, brauchst du nicht. Ich bin hart im Nehmen, ich krieg das hin. Es dauert halt alles bei mir ein kleines bisschen länger. Gucke, schön, ich das mache. Ich bin eine vorbildliche Heldin. The rift is beginning to stabilize. So, ich weiß gar nicht, ob die Kombi da auch noch mit reinspielt, wie viel man im Endeffekt dann bekommt. Aber könnte ich mir schon vorstellen. So 9000. 9000. Okay, 15.000 anscheinend spielt es doch schon eine ganz große Rolle mit. Oh nein, ich habe versagt. Ich will meine Kombi nicht verlieren. Komm her zu mir. Was ist denn der? Da. Hier, boom. 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 Nein! Oh Gott, bin ich dumm. Ah, das ist Gold. Aber wir haben es geschafft und wir haben Gold. Das ist die Hauptsache. Yay! Ein Erfolgserlebnis mal wieder. Telekinese-Schwert geschafft. Und 11.000 Dollar. Das war mir einfach Saints-Dollar. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal noch diese wundervolle Autoklau-Mission. Nein, nicht aufhängen. Nein. Oh. Ja, gut. Also würde ich sagen, ich beende an dieser Stelle die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, auch wenn die jetzt wahrscheinlich und beziehungsweise die nächsten Folgen nicht ganz so aufregend werden, weil ich also viel mit den Datensammlungen zu tun habe. Ja, bei der nächsten Folge werden wir die Aufgabe hier erstmal anfangen mit dem Autoklauen, werden dann wieder die wundervollen Aufgaben vom Sid machen und dann irgendwann die Hauptaufgabe weitermachen. Und ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.